warum seid ihr hier in Oranienburg heute? Ja, wir waren jetzt schon in verschiedenen Orten, in Teltow-Fleming, an der Schlossstraße, an der Klosterstraße und heute ist halt Oranienburg dran, sodass jeder Bereich immer mal wieder abgedeckt wird. In welchem Supermarkt arbeitest du? Ich arbeite bei Kaufland in Hohenneuendorf. Und wie ist die Stimmung da? Verhalten. Es werden immer mehr, die mitstreiken. Also wir können immer mehr davon überzeugen, dass wir für eine gute Sache kämpfen, dass wir für unser Geld kämpfen, für unsere Freizeit kämpfen. Und wir freuen uns natürlich über jeden Arbeitnehmer, der mitmacht. Und wir sind von 4 Leuten auf mittlerweile 15 Leute gestiegen, die streiken. Ich streike hier, weil sie verlängerte Öffnungszeiten haben, seit 2007 eingeführt. Mittlerweile haben sie aber gemerkt, dass ihnen die zu teuer werden. Und jetzt haben sie den Manteltarifvertrag gekündigt und wollen uns damit unsere Zuschläge wegnehmen. Seit wie lange hat deine Mutter in Einzelhandel gearbeitet? Meine Mutter arbeitet schon sehr lange bei Real, genau weiß ich nicht wie lange, aber sie arbeitet schon sehr lange für Real und hat kaum Zeit für uns zu Hause, weil sie immer mit Real beschäftigt ist und die Arbeitszeiten finde ich, wie gesagt, unter aller Kante und ich möchte auch mit meiner Mutter Zeit verbringen und nicht, dass sie bis 22 Uhr im Laden steht und wenig Geld verdient und nicht mehr für die Familie da sein kann. Was denkst du über die Aktion heute? Ich finde diese Aktion richtig. Dass man streikt, damit die Chefs mal oben sehen, dass es nicht so weitergeht, dass die Leute für einen Hungerlohn arbeiten gehen und dass die Leute Geld verdienen sollen und dass die Chefs mal wissen, wir können auch auf die Barrikaden gehen und uns wehren gegen die Chefs. Danke sehr. Bitte. Ich bin Martin, bin Gastgeber quasi. Wir streiken heute hier in Oranienburg und sind seit um 5 im Ausstand, seit kurz vor 5. Und wir streiken für die Wiedereinsetzung unseres Manteltarifvertrags, so wie seit einem halben Jahr. Wie viele Leute streiken in Kaufland Oranienburg? Es sind einige auch da, die heute frei haben oder Urlaub haben, denen es aber wichtig ist, hier zu streiken oder besser gesagt, die anderen zu motivieren, die Arbeit niederzulegen. Insgesamt sind von unseren Kollegen ungefähr 52 Jahre. Ich habe gehört, dass welche aus dem Management hier die Wagen schieben mussten. Das ist ein guter Erfolg, dass die Mitarbeiter dafür fehlen. In Oranienburg ist einer der umsatzstärksten Märkte in Berlin und Brandenburg, wurden im ganzen Arbeitskampf über 500 Streikbrecher bislang eingesetzt. Also pro Streiktag werden hier schätzungsweise 30 bis 60 Streikbrecher eingesetzt, die zum Teil aus Rostock, aus Neubrandenburg und wie man mir heute sagt, der Verkaufsleiter aus Schwerin angefahren werden. Die bekommen 100 Euro Streikbrecherprämie. Die Menschen brechen den Streik, weil sie so wenig Geld haben, weil sie unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, wenig Geld verdienen, dass sie so kurzsichtig sind und lieber bis zum Monatsende die 100 Euro mitnehmen, als für eine Tariferhöhung zu streiten mit uns. Natürlich gibt es auch welche, die nicht mitmachen. Es gibt wenige Streikbrecher, mehrere Alleinerziehende oder eben, wie gesagt, Mitarbeiter, die eben einfach das Geld brauchen, die nicht darauf verzichten können und die uns in dem Sinne unterstützen, indem sie eben keine Mehrstunden machen oder länger bleiben, früher kommen, zusätzlich kommen, die aber eben, wie gesagt, sich nicht hiermit auf die Straße stellen, weil sie nicht auf das Geld verzichten können, auf die paar Euros, die sie dann verdienen. Was denkst du über den Abschluss dann in Baden-Württemberg? Der Abschluss in Baden-Württemberg ist gut. So viel ich weiß, wurde der Manteltarifvertrag unverändert eingesetzt, aber es wurde ein zweiter Tarifvertrag für die Warenverräumung eingeführt. Das ist nicht gut, weil man doch dann die Gefahr hat, dass Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen kommen, über diesen Tarifvertrag dann eingegliedert werden. Ich sehe da eine Gefahr. Also
Unser Ziel muss es sein, wie das zu schaffen, das weiß ich im Moment selbst nicht, den neuen Tarifvertrag, so wie er bei uns ist, wieder einzusetzen und eine Ost-West-Angleichung hinzubekommen. Und kennst du Leute, die von dieser Niedrigstlohngruppe direkt betroffen werden? Ja, es kommt halt drauf an. Also wir befürchten, dass gerade in Häusern, in Filialen, die keinen Betriebsrat haben, die Mitarbeiter, auch die schon im Unternehmen sind, umgruppiert werden. Das geht ganz schnell. Man holt die Leute ins Büro, sagt, mach mal die Tür zu, wir müssen dir was sagen. Die Zahlen stehen schlecht. Du machst ja mehr oder weniger Warenverräumung, mehrheitlich zu 51%. Bitte unterschreib hier, wir müssen dich umgruppieren. Das wird so passieren. Was hast du gearbeitet? Ich arbeite bei Kaiser als Lagerarbeiter, ja. Und das ist beschissen, ja. Die Lohne, mein. Aber sonst ist nichts, ja. Aber Gott sei Dank, die nächstes Jahr gehst du zum Rente und die Sache ist erledigt. Wie lange hast du da gearbeitet? 19 Jahre, ja. Und ich bin jetzt 63. Oder die nächstes Jahr bin ich genau 63. Und die Sache ist erledigt. Die Leid ist bald beendet, ja. Dankeschön, ja. Tschüss. Ja. Welche Kaufladen arbeitest du in dieser? Nein, hier habe ich gearbeitet und jetzt arbeite ich in Hohenneuendorf. Sie sind auch hier. Und wie ist die Stimmung da? Ja, also am Anfang waren wir mit 4 Leuten zum Streik. Es ist ja hier niemand Streik erfahren und jetzt im Laufe der Zeit, weil es ja schon eine ganze Weile diese Sache gibt, also diese Streiks, und jetzt sind wir schon mit 15 unterwegs und also es wird immer mehr und die Leute sind natürlich unzufriedener. Ja, und dann geht es einfach darum, dass ja Kaufland, die Arbeitgeber aus dem Arbeitgeberverband ausgestiegen sind. Also sie wollen uns nicht mehr für alle Leute, die jetzt neu eingestellt werden, die wollen dann nicht mehr die Zuschläge zahlen und ist natürlich alles unfair. Ne? Sie wollen, dass die Leute, die mehr packen als zum Beispiel an der Kasse sitzen, weniger Geld verdienen. Also es gibt schon eine ganze Reihe Sachen, die so nicht in Ordnung sind. Und dafür muss man natürlich auf die Straße gehen. Und am 17. ist jetzt der nächste Termin für die Tarifkommission. Da wird wieder verhandelt, ne? Weil das Land Berlin-Brandenburg ist ja eine der wenigen. Jetzt hat ja Baden-Württemberg, Bayern und viele Bundesländer haben ja schon einen neuen Tarifvertrag, beziehungsweise sie haben wieder den alten aufgenommen. Ne? Nur hier eben nicht, da gibt es immer noch Diskussionen, die wollen nicht. Und dafür müssen wir eben immer noch wieder auf die Straße gehen. Also warst du auch dabei in 2007, 2008? Nein, da war ich noch nicht dabei. Nee. Ist das dein erster Streik? Der zweite. Ja. Wann war es der erste? Der war in Teltow, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube 3-4 Wochen. Ich war nämlich auch zwischendurch krank. Aber das ist natürlich auch eine Sache, einfach nicht zur Arbeit zu gehen. Das muss man erstmal so im Kopf umsetzen. Ja? Also das war schon komisch. Aber jetzt hat man sich dran gewöhnt. Jetzt ist es gut.